Hier mal ein lieber Gruß aus dem Winterlager. Heute mal die neue Erste-Hilfe-Tasche auf der Morgane. Die spannende Frage ist ja immer, was nehmen wir mit? Ein komplettes Krankenhaus, einen kompletten Rettungswagen oder doch nur den Autoverbandskasten? Hier wäre also mal das, was wir auf der Morgane dabei haben, in einer lustigen Tasche halt verpackt. Was haben wir drin in unserer Erste-Hilfe-Tasche? Da haben wir einmal vorne das Fach mit der sogenannten Diagnostik. Und als erstes kommen die Nicht-Diagnostik-Sachen in unsere Quere. Da haben wir drin ein Fieberthermometer, ganz normales 0815-Ding. Eine Taschenlampe, um ein bisschen genaueres Licht zu machen oder um Pupillenreflexe zu testen oder irgendwie so etwas. Und ein Pulsoximeter, wobei wir die Batterien immer extra lagern. Dann ist hier noch die Kleiderschere drin, Verbandsschere drin, auf jeden Fall eine etwas größere, stabilere, scharfe Schere, nur um halt für die Erste Hilfe zu dienen. Dann haben wir unser Stethoskop drin und Blutzuckermessgerät mit Piekser, mit Messstreifen und dem elektrischen Gerät, Batterien auch wieder extra. Machen wir immer damit, wenn sie auslaufen, die Batterien nicht das Gerät einsaugen und die Batterien laufen auch nicht so schnell aus, wenn denn diese nicht im Gerät sind. Dazu, was nicht Diagnostik ist, eine Kältekompresse. Haben wir mal auf alle Fälle mit eingepackt, für alle Fälle mal mit eingepackt. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir ja im Kühlschrank immer eine Bierdose oder eine Cola-Dose oder was weiß ich rausnehmen können und dann damit halt eine Prellung oder irgendetwas mal eben kühlen können. Und dann ein Hochleistungs-Frischhaltebeutel. Da haben wir Pflaster drin, da haben wir eine kleine Verbandsschere drin, weil braucht man dann ja doch mal eben schnell und da muss man nicht hier in einem großen Fach rumholen, sondern kann einfach nach vorne rausholen. Zack, zack. Auf der linken Seite, machen wir die rechte Seite zuerst. Auf der rechten Seite haben wir Desinfektionsmittel für Instrumente, Desinfektionsmittel für die Hände und sterile Handschuhe, nicht einzeln verpackt, schon paarweise verpackt, aber vier Paar, 8 und 7 halber Größe und die ganz normalen Erste-Hilfe-Handschuhe, nicht steril. Gut, dass wir schon wieder reingehen. Und, macht keinen Sinn, aber da war gerade Platz, die braune Bidonsalbe, 20 Gramm. Für halt Verletzungen, wenn wir einen Verband machen, den wir nicht im Krankenhaus eine halbe Stunde wieder aufmachen wollen, sondern auf Dauer. Weil wir sagen, naja, komm, damit zum Arzt brauchen wir auch nicht gehen. Ja, das wäre die rechte Seite, wenn man vor der Tasche steht. Auf der linken Seite haben wir einmal den roten Beutel und einmal unseren Holster. Bestes Kunstleder. Und da sind dann die OP-Bestecke drin, also Skalpell, chirurgische Scheren, Fadenschere, Klemme, Nadelhalter, Pinzetten und so weiter. Nicht steril, können wir ja mit dem sterilen Zeug steril machen. Oder aber in Wasser abkochen vor Ort oder irgendetwas. Oder wir geben sie nochmal irgendwann zum Sterilisieren und schweißen sie dann mal wieder ein. In der roten Kiste, Tasche, befindet sich eine Zeckenkarte, Nadel und Faden, Monosyn 4.0er, für halt Hautnähte oder irgendetwas. 70 cm lang, können wir auch schon einige mit steppen. Steristreibs, so gehören sie. Zwei Pakete, da sind dann jeweils drin 4 Stripes schmal, 38 mm lang und 3 Stripes 6,4 mm breit, also schon über einen halben Zentimeter, und 76 mm lang, also fast 8 cm. Kann man also schon ordentlich was unterwegs mal zusammenfassen. Und wenn wir dann wollen würden, haben wir noch einen Klammerapparat dabei, steril verpackt, 35 Klammern drin. Und dazu noch die Schere, um die Klammern wieder aufmachen zu können, falls man die wieder aufmachen möchte. Also im Prinzip alles, was wir für die Wundversorgung, für das Zunähen und für eine Zecke halt gebrauchen können. Jo, linke Seite.
das. Nehmen wir Natriumchlorid zuerst. Einmal Kochsalzlösung für die Infusion oder aber für eine Spritze aufzuziehen, um dann eine Wunde auszuspülen oder ähnliches. Ein Blutdruckmessgerät. Schön mechanisch, alt, haben wir keine Batterien für nötig. Mit der Manschette kennt ihr vom Hausarzt, um das Ganze zu messen. Und die Beatmungsbeutel mit Masken und allem Zip und Zapp. Schön ordentlich verpackt. Das ist der vordere Teil, hier ist einmal eine Abtrennung und nochmal eine Abtrennung drin. Dass es also auch schön ordentlich bleibt, auch wenn mal was draußen ist und dann eine Welle kommt oder ähnliches, bleibt das so. Dann haben wir den orangefarbenen Bag. Da haben wir ein Druckverbandpäckchen drin, Wundauflagen drin, Hautreinigungstücher drin, Verbandpäckchen, also die Wundauflage mit der Mullbinde direkt dabei und nochmal ein paar extra Mullbinden und die Reinigungstücher. Alles da drin. Dann haben wir die Auerpackung. Da sind zum einen die Infusionsgeräte drin für die Infusionslösung, ein bisschen Lidocain für den Notfall, Einwegspritzen, Hohlnadeln und der Venenstau für den Arm. Und ganz unten ist noch was drin, habe ich vergessen. Ah, und unten sind die Venenverweilkanülen, Katheterkanülen drin, die Zugänge halt, die man in den Finger reinmachen kann, bevor der Patient zusammengebrochen ist. Dann haben wir hier noch drei kohäsive Fixierbinden, die heißen tatsächlich so. Kohäsiv, also die kleben nur auf sich selber, aber auf sich selber kleben sie immerhin. Das heißt, ich kann da halt sehr schön ohne Knoten, ohne dass es wieder löst und so weiter, halt wunderschöne, eher schienende Verbände machen und so weiter. Ja, und dann, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, Easy Splint Set. Das sind Schienen, mit denen man Gliedmaßen, Finger und so weiter schienen kann. In dem Paket drin haben wir, wie wir sind, noch die Armschlinge, wo man den Arm dann irgendwo lagern kann, wenn man nicht das Reinigungstuch dafür nehmen möchte. Ja, und die Easy Splint sind dann so kleine Schienendinger, die sind gefaltet, gibt es auch in gerollt. Und die kann man dann dementsprechend formen und dann sind sie halt sehr stabil. Und so kann man sie halt noch verändern. Das heißt, wenn ich sie jetzt knicke, dann mache ich Stabilität rein und dann werden sie halt stabiler. Dann muss ich nicht eine Schranktür auseinanderreißen oder irgendwo anders mir eine Latte an Bord klauen. Sondern kann das Easy-Spin-System nehmen. Spannende Frage, ob alles wieder reinpasst. Nee, erst Aua. In den Deckel liegt dann noch das Fachbuch Medizinische Tafeln auf See. Und das Ganze lagert dann vorne unter der Koje vom Skipper. Einfach weil da wunderbar Platz ist und weil man da wunderbar schnell dran kommt. Also, in dem Sinne, tschüss. Dabei haben wir dann noch ein paar Medikamente zu dem, was wir so persönlich immer brauchen. Haben wir an Bord dann nochmal Voltaren, Finistil, Magen-Darm, Kohlekompretten und eine Paracetamol. Persönlich habe ich noch was gegen Allergien dabei und keine Ahnung, was man halt noch so alles braucht. Stuberon gegen Seekrankheit etc. Das lagern wir allerdings dann im Medizinschrank beim Skipper neben dem Alkohol. Nein, natürlich nicht. Aber das ist vorne in der Nasszelle bei uns auf dem Schiff.